Ja, schönen guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ganz herzlichen Dank natürlich vor allen Dingen auch für die Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich spreche zu Ihnen schon als Jurist, aber nicht als Repräsentant, glaube ich. Das würde ich mir nicht anmaßen. Aber eben doch aus der juristischen Perspektive mit Blick auf Luhmanns juristische, etwaige juristische Anfänge. Und um das zu machen, starte ich dann auch, da beginne ich mit einem Juristen, nicht mit Luhmann direkt. Hans Zacher, der später der wichtigste Begründer des Sozialrechts nach dem Zweiten Weltkrieg werden sollte und der dann in den 1990er Jahren als erster Geisteswissenschaftler überhaupt Präsident der Max-Planck-Gesellschaft war. Hans Zacher war als Jahrgang 1928 nicht nur fast genauso alt wie Luhmann. Er war ab 1955, also in etwa zur selben Zeit wie Luhmann, auch in einer weitgehend entsprechenden Position beschäftigt, als Assistent des Präsidenten eines obersten Landesverwaltungsgerichtes, in diesem Fall des Verwaltungsgerichtshofs in München. In den Jahren davor, also in der ersten Hälfte der 1950er Jahre, hatte Zacher wiederum in Parallele zu Luhmann seine Referendarausbildung absolviert. Und über diese Zeit berichtet Zacher Folgendes. Ich war der Erste, der Bezirksregierung von Oberbayern als Referendar zugeteilt wurde. Und eine Geschäftsstelle dort hat mich der Bauabteilung zugeteilt. Da kam ein Regierungsbaumeister, das ist ein Techniker, auf mich zu und übergab mir einen Aktenstoß, auf dem obenauf ein Blatt lag. Ein Einspruchsbescheid. Damals hat der Widerspruch noch Einspruch geheißen. Auf diesem Einspruchsbescheid Vordruck stand auch schon der Tenor drauf. Der Einspruch wird zurückgewiesen. Es war einfach Gewohnheit. Ich habe ganz entsetzt gesagt, was mache ich denn, wenn ich zum Ergebnis komme, dass der Einspruch begründet ist? Schaut mich der Regierungsbaumeister groß an und sagt, das haben wir noch nie gehabt. Nimmt man also diese Anekdote nun ernst und versteht sie nicht als eine, also versteht sie als eine vielleicht ein weniger regional, spezifisch bajuwarisch, denn zeitgeschichtlich charakteristische Beschreibung, dann sagt sie vielleicht doch einiges über die Situation der Verwaltung und sukzessive auch der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den 1950er Jahren. Vor diesem Hintergrund wird dann auch verständlich, wie im Verlauf dieser Jahre zugleich die immer stärker geführte Diskussion um die Rücknahme fehlerhafter, das heißt natürlich rechtswidriger Verwaltungsakte, für eine derartige, gewohnheitsmäßig verfestigte Sicht des das haben wir noch nie gehabt, erscheinen musste. Und wie es vor allem wirken musste, wenn nun derartige Fehler nicht als eine bedauernswerte Ausnahme, ein Zwischenfall, der durch die Rücknahme gerade wieder zu berichtigen sei, gewertet wurden, also gewissermaßen als eine Situation, die schnell wieder in die Normalform des rechtmäßigen Behördenhandelns zu überführen sei, sondern wenn diese Situation selbst als Teil des ganz normalen Verwaltungsverfahrens gewertet wurde. Eben das jedoch ist die Perspektive, in der Luhmann sich dem Fehlerproblem im Verwaltungsverfahren nähert. In seinem ersten Buch, dem 1963 in Co-Autorschaft mit Franz Becker publizierten Werk über Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz, heißt es gleich am Eingang programmatisch. In dem Maße, als die Verfeinerung und Differenzierung der Entscheidungsprogramme fortschreitet, in dem Maße, als zentrale Steuerung und regulative Festlegung der Entscheidungsprogramme zunehmen und trotzdem eine adäquate und gerechte Einzelfallbehandlung erreicht werden soll, wird es notwendig, eine gewisse Fehlerquote als normal hinzunehmen. Die Unvermeidbarkeit von Fehlern, die zu deren Anerkennung als Normalität zwingen soll, beruht danach auf einem gewissen Double-Bind-Effekt der Entscheidungspraxis, die wie in jeder Großorganisation zwar nicht auf generalisierende, routinisierende Programme verzichten kann, die aber zugleich jedem Einzelfall gerecht werden soll und gerade in dem aus dieser Situation resultierenden Versuch einer Redifferenzierung der abstrakten Programme stets neue Fehlerquellen für die Vorgabe einer nicht nur einzelfallgerechten, sondern zugleich gleichförmigen Entscheidungspraxis erzeugt. Luhmann zufolge muss das Recht auf diese dilemmatische Situation reagieren, und zwar dadurch, dass es sich vom traditionellen Selbstbild des Rechts als einer vollständig in sich konsistenten Entscheidungsform verabschiedet. Um die in Rechtsform erfolgenden Problembearbeitungen auch unter den gegebenen Bedingungen einer durch Großorganisationen geprägten modernen Gesellschaft zu gewährleisten,
muss das Recht derartige Inkonsistenzen nicht nur hinnehmen, sondern selbst hervorrufen. Es muss sich selbst widersprechen. Zitat: Die Unvermeidlichkeit von Fehlern macht es notwendig, auf eine strikte Durchführung des Rechts zu verzichten und in gewissem Umfange Widersprüche und Ungleichheiten in der Rechtsordnung nicht nur zu tolerieren, sondern zu legalisieren. Von diesem Befund möchte ich im Folgenden ausgehen, um nach etwaigen juristischen Wurzeln in Luhmanns Frühwerk zu fragen. Mir geht es insoweit also weniger um den sachlichen Gehalt des Fehlerproblems, dazu wird uns Frau Lehmann sicherlich da einiges noch erzählen, sondern um die Frage der spezifischen Behandlungsart. Es steht also im Fokus eher so etwas wie die Genese, wenn man davon sprechen kann, von Luhmanns Methode. Dafür ist jetzt zunächst zu klären, was mit dem genannten Frühwerk denn überhaupt gemeint sein kann und weshalb ich mich im Folgenden vorwiegend auf diese Untersuchung zu den Verwaltungsfehlern konzentrieren will. Wer von einem solchen Frühwerk Niklas Luhmanns sprechen will und im Kontrast dazu seine später so immense Textproduktion vor Augen hat, die ja immer noch weiter fortschreitet, wie wir vorne auch an dem Tisch gesehen haben, der muss vor allem anderen betonen, dass biografisch gesehen dieses Frühwerk erst relativ spät entsteht. Aus der Zeit am OVG Lüneburg liegen keine Arbeiten vor. Der in den Personalakten am OVG enthaltene Lebenslauf erwähnt zwar eine in Arbeit befindliche juristische Dissertation, die, Zitat, rechtsvergleichend die Funktionen und die Organisationstechniken beratender Gremien, die dem Parlament bzw. der Exekutive beigeordnet sind, untersuchen und sogar, so Luhmann, nahezu fertiggestellt sein sollte. Die Arbeit ist aber zumindest in dieser Form nie erschienen. Immerhin könnte man sagen, deutet die für eine juristische Sicht doch bemerkenswerte Frage nach Funktion und Technik derartiger Institutionen an, inwieweit entsprechende Vorarbeiten möglicherweise später anders genutzt. Nicht im Luhmann-Archiv in Bielefeld. Ja. Ist nicht nur fast fertig. Er spricht in einem Interview. Eine halbe Seite fertig geworden. Er spricht in einem späteren Interview auch davon, dass er sie nie abgeschlossen habe. Er hat sie aus seiner Sicht offenbar nicht zu einer Publikationsreife jedenfalls gebracht, aber offensichtlich Fragestellungen dort entwickelt, die später wichtig wurden. Die ersten Veröffentlichungen jedenfalls entstehen erst nach der Lüneburger Zeit, gegen Ende der 1950er Jahre, und sie erscheinen vorwiegend im Verwaltungsarchiv einer damals von Karl Hermann Uhle mit herausgegebenen Zeitschrift. Uhle war in gewissem Sinne Luhmanns alter wie neuer Chef. Er war nämlich von 1949 an erst Richter, dann Senatsvorsitzender, dann Vizepräsident am OVG Lüneburg, und in dieser Eigenschaft unterstützte er Luhmanns Einstellung als ein juristischer Hilfsarbeiter am Gericht. 1955 folgte Uhle dann dem Ruf auf einen Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Schon die Titel dieser frühen Aufsätze deuten an, dass Luhmann die im Untertitel des Verwaltungsarchivs als Zeitschrift für Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik firmierende Zeitschrift vorwiegend mit Bezug auf die erstgenannte Perspektive für sich in Anspruch nahm. Der erste, 1958 erschienene Aufsatz ist mit der Funktionsbegriff in der Verwaltungswissenschaft überschrieben. Zwei Jahre später fragt dann der zweite Text: Kann die Verwaltung wirtschaftlich handeln? Erneut zwei Jahre später erscheinen gleich drei Aufsätze, nämlich zunächst Der neue Chef, ein merkwürdiger Titel, in dem Kafkas neuer Advokat leise nachhallt. Wiederum im Verwaltungsarchiv Funktion und Kausalität in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie und Wahrheit und Ideologie im ersten Heft der neu gegründeten Zeitschrift Der Staat. Alle genannten Texte haben zumindest eine Gemeinsamkeit: Um verwaltungsrechtliche Probleme im engeren Sinne jedenfalls geht es ihnen offensichtlich nicht. Anders dagegen offenbar sieht es bei der erwähnten Arbeit über Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz aus. Schon der Untertitel dieser Arbeit macht nicht nur inhaltlich deutlich, dass hier eine der umstrittensten verwaltungsrechtlichen Debatten der Zeit verhandelt wird. Auch formal passt sich der Untertitel dem Thema an. Als sowohl auf Verben wie auf Artikel und Adjektive nahezu vollständig verzichtende, dafür in Gestalt einer dreigliedrigen Genitivkaskade zusammengefügte Nominalgruppe präsentiert sich dieser Untertitel fast wie eine Persiflage auf bekannte juristische Stileigenarten. Es geht in dem Buch um
Möglichkeiten gesetzlicher Regelung der Rücknehmbarkeit von Verwaltungsakten. Ausdrücklich knüpft das Buch damit an die laufende Debatte um eine Kodifikation des Verwaltungsverfahrensgesetzes im Allgemeinen und eben der Rücknahmemöglichkeit für rechtswidrige, begünstigende Verwaltungsakte im Besonderen an. Beide miteinander zusammenhängende Themenkreise waren kurze Zeit zuvor Gegenstand eines Beschlusses des Deutschen Juristentages und wurden zum Zeitpunkt der Buchpublikation gerade noch in den Abschlussberatungen einer Bund-Länder-Kommission der Innenministerien weiter diskutiert. Stellt man zudem in Rechnung, dass es sich bei dem Thema der Rücknahme vor allem um die beiden Aspekte der Gesetzesbindung der Verwaltung einerseits und den Vertrauensschutz bzw. die Rechtssicherheit andererseits handelte, die sich jeweils als zentrale Merkmale des allgemeinen Rechtsstaatsgedanken verstehen lassen, dann wird doch klar, dass hier ein juristisches Thema par excellence in Frage stand. Um Luhmanns juristische Prägung zu ermitteln, erscheint das Buch also nachgerade ideal. Dem steht auch nicht im Wege, dass, wie die Co-Autorschaft vielleicht zunächst vermuten lassen könnte, der eigene Anteil von Luhmann an diesem Werk nicht genau zu ermitteln ist. Denn das Gegenteil ist der Fall. Das Vorwort des Herausgebers, Karl Hermann Uhle, wiederum teilt mit, dass zwar alle Kapitel des Buches Gegenstand eingehender gemeinsamer Überlegungen waren, die Ausarbeitung der Kapitel erfolgte jedoch separat. Becker übernahm nur das zweite Kapitel, das mit der Rechtsprechungsentwicklung und dem Rechtsvergleich im engeren Sinne beschäftigt ist und vom Umfang her den anderen Kapiteln insgesamt in etwa entspricht, während Luhmann als Autor für das erste, dritte, vierte und fünfte Kapitel verantwortlich zeichnet. Näher betrachtet macht nun gerade diese Form der Co-Autorschaft die Lektüre des Bandes durchaus aufschlussreich. Denn trotz aller Betonung der gemeinsamen Überlegungen und ungeachtet der gerade in Luhmanns Kapiteln stets verwendeten ersten Person Plural, verdeutlicht diese Co-Autorschaft, wie unterschiedlich die Herangehensweisen beider Autoren sind. Schon die eingangs zitierten Stellen haben ja gezeigt, dass Luhmann in dem ersten Einführung überschriebenen Kapitel das zugrunde liegende Problem offensichtlich aus einer abstrakten, auf allgemeine Funktionsprobleme von Großorganisationen bezogenen Perspektive skizziert. Dezidiert normative Erwägungen und Begrifflichkeiten finden sich an dieser Stelle kaum. Charakteristischerweise ist nur von einem auf Seiten der Bürger entstandenen tatsächlichen Vertrauen, nicht dagegen, wie es einer üblicheren juristischen Perspektive entsprechen dürfte, von einem spezifisch schutzwürdigen Vertrauen die Rede. Überlegungen zu etwaigen normativen Grundlagen, die für oder gegen die Rücknahme von fehlerhaften Verwaltungsakten sprechen könnten, tauchen in dieser Einführung praktisch nicht auf. Diese gewisse Leerstelle der Argumentation wird umso deutlicher, wenn man das zweite Kapitel von Becker dagegen hält. Seine Darstellung der Rechtsprechungsentwicklung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten setzt ein mit dem Befund, die früher angenommene freie Aufhebbarkeit begünstigender Verwaltungsakte sei in der letzten Zeit, Zitat, durch die Anerkennung des Gedankens des Vertrauensschutzes und das verstärkte Eindringen sozialstaatlicher Prinzipien in das Verwaltungsrecht erheblich erschwert worden. Damit wird an dieser Stelle die normative Grundierung des Konflikts deutlich, die diesen eben auch zu einer Frage der Verfassungsinterpretation macht. Explizit genannt wird das Sozialstaatsprinzip, zumindest implizit aber und genauso stark ist der Rechtsstaatsgedanke in Anspruch genommen. Die offenbar erforderliche Anerkennung seines Schutzes macht deutlich, dass mit dem thematisierten Vertrauen nun nicht nur ein tatsächliches soziales Phänomen, sondern eine normative Rekonstruktion angesprochen ist. Becker trägt diesem Perspektivwechsel auch dadurch Rechnung, dass er in seine Darstellung dieser Rechtsprechungsentwicklung und der einschlägigen wissenschaftlichen Debatten dazu die allgemeine Kritik an der verfassungsrechtlichen Begründung des Sozialstaatsgedankens mit einbezieht, wie sie prominent insbesondere zu der damaligen Zeit von Ernst Forsthoff vertreten wurde. In dieser Perspektive ist die im Titel des Buchs angedeutete Gegenüberstellung nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen Bürger und Staat.
Die Spannungslage von Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz ist vielmehr als ein Konflikt zu rekonstruieren, der sich aus den verschiedenen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen selbst, also gewissermaßen innerhalb des Verfassungsgefüges, ergibt. Und was in dieser Hinsicht für die spezielle Frage der Rücknahmemöglichkeit von fehlerhaften Verwaltungsakten in der Darstellung von Becker gilt, das wurde von anderen Autoren noch weiter gefasst. Noch weiter gefasst und bezogen auf die gesamte Aufgabe der Kodifikation des Verwaltungsverfahrens. Wiederum ein Aufsatz von Uhle bringt dieses Verständnis der Problemzusammenhänge schon im Titel prägnant auf den Begriff. Es gehe danach in dieser Reformdebatte um eine, Zitat, Verwaltungsreform als Verfassungsvollzug. In dieser Perspektive bildet auch die spezielle Auseinandersetzung in der Rücknahmefrage lediglich eine Frage der angemessenen Verfassungsinterpretation, also ein Unterfall der Rechtsanwendung. Ein konkretes bestehendes Problem wird nur als Rechtsproblem rekonstruiert. Anders Luhmann. In Gestalt einer offensichtlich rhetorischen Frage formuliert er bereits in seinem Anfang 1962 erschienenen Aufsatz Der neue Chef das programmatische Gegenmodell zur rein juridischen Problembetrachtung. Und zumindest implizit könnte man sagen, lädt er damit eben auch ein Stück weit Widerspruch ein gegen die Ansicht seines eigenen neuen Chefs. Zitat: Man wird die Frage aufwerfen müssen, ob es für das Handeln der Verwaltung genügt, für alle etwaigen Rechtsstreitigkeiten eine richtige Entscheidung zu wissen. An solchen Fragen kann eine Verwaltungswissenschaft, die mit dem konkreten Verhalten in der Verwaltungswirklichkeit Fühlung halten will, nicht vorbeigehen. Dieses Programm gilt entsprechend auch für seine Sicht auf das Rücknahmeproblem. Luhmann rekonstruiert den Konflikt zwischen Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz vorwiegend als einen Interessenkonflikt, in dem das private Bestandsinteresse an einer erfolgten Begünstigung auf ein bestimmtes öffentliches Interesse an der Aufhebung eben dieser begünstigenden Maßnahme trifft. Dass beide Positionen jeweils verfassungsrechtlich fundiert sind, kommt dabei nur ganz am Rande zur Sprache. Erst bei der Erläuterung des konkreten Gesetzgebungsvorschlags, erst am Ende des vierten Kapitels, geht Luhmann etwas näher auf die Frage der Gesetzesbindung gemäß Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes ein. Charakteristischerweise bleibt aber auch bei dieser Thematisierung das Hauptargument ein negatives. Die Parallele zur richterlichen Entscheidung und zu ihrer Fähigkeit zur Rechtskraft soll zeigen, dass Gesetzesbindung nicht automatisch volle Revozierbarkeit fehlerhafter Entscheidungen bedingt. Aber wie derselbe Vergleich deutlich macht, bedarf es für eine solche Rechtskraft einer gesetzlichen Grundlage, die für das Verwaltungshandeln weitgehend fehlt. Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz wird damit kein positives Kriterium entnommen, wie der Konflikt aufzulösen sein könnte. Luhmann verweist lediglich darauf, dass die Norm einer bestimmten legislativen Neukonzeption nicht zuwiderläuft. Ausdrücklich methodisch begründet wird nun dieses normativ magere Verfahren zunächst nicht. Erst auf den letzten Seiten des Werks, im abschließenden fünften Kapitel, spricht Luhmann die eigene Sicht an und verdeutlicht zugleich ihre spezielle Funktion im gegebenen Kontext. Zur Bewältigung des in Frage stehenden allgemeinen Kodifikationsproblems müsste, so heißt es zunächst noch ganz zurückhaltend, die Bedeutung des öffentlichen Rechts für die Verwaltung unter nicht juristischen, verwaltungswissenschaftlichen Gesichtspunkten geprüft werden. Was hier noch scheinbar in der klassischen Rolle einer juristischen Hilfswissenschaft auftritt, implizit aber doch schon das spezielle Gepräge jener schon in Luhmanns allererstem Aufsatz thematisierten funktionalen Analyse trägt, zu der wir ja heute auch noch etwas hören werden, mitsamt natürlich der mit dieser Analyse notwendig verknüpften Relativierungen, macht zwei Seiten später auf der vorletzten Seite des Buches den eigenen Anspruch unüberhörbar deutlich. Zugleich markiert es den doch sehr deutlichen, klaren Bruch mit der tradierten juristischen Methode und mit dem tradierten Selbstverständnis des Rechts und der Rechtswissenschaft in ihrer Rechtsanwendungstechnik. Zitat: Rechtsprechung und Rechtswissenschaft sind für die Verwirklichung ihrer Vorstellungen auf sehr begrenzte Legitimierungsmittel angewiesen. Sie
müssen sich einer auslegend deduzierenden Methode bedienen, die gewiss elastisch gehandhabt werden kann, aber doch sehr spürbare Grenzen hat. In dem Maße, als eine Verwaltungswissenschaft sich zu formen beginnt, die mit anderen Methoden arbeitet, wird man nach anderen Wegen zur Umsetzung von Erkenntnissen in geltende Normen suchen müssen. Die Verwaltungswissenschaft sucht demnach den unmittelbaren Kontakt zur Gesetzgebung, um ihren Erkenntnissen normative Verbindlichkeit zukommen zu lassen. Sie überspringt dabei die traditionellen Generalisierungs- und Respezifikationstechniken, die unter den Namen juristische Methode, juristische Dogmatik bekannt sind. Deren Fähigkeit, einen allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts zu bilden, wird kaum verhohlen diskreditiert. Aus dem Zusammenwirken von Verwaltungswissenschaft und Legislative soll eine neue Gestalt dieses allgemeinen Teils möglich werden. Zitat. Er, also der allgemeine Teil, wäre dann nicht mehr das verdünnte Destillat inhaltlicher Abstraktion verwaltungsrechtlicher Normen, das nur noch eine banale Ordnungswirkung besitzt. Er wäre vielmehr das System der Normen, die für jede Verwaltungseinheit im Verhältnis zu ihrem Publikum verbindlich sind, die also die Anpassung eines beliebigen Verwaltungssystems an seine Umwelt, das heißt die Abnahmefähigkeit der Verwaltungsentscheidungen, regeln. Er müsste auf die allgemeinen Probleme großbetrieblicher Entscheidungsfertigung in einer hochdifferenzierten Arbeits- und Konsumwelt zugeschnitten sein. Damit schließt sich der Kreis zum Anfang der Untersuchung, der ebenfalls bei diesen allgemeinen Problemen großbetrieblicher Entscheidungsfertigung angesetzt hatte. Was dort noch latent blieb, tritt nun offenbar manifest hervor. Hier spricht kein Dogmatiker des Verwaltungsrechts, sondern hier spricht ein Wissenschaftler, der gegenüber der geläufigen Selbstbeschreibung des Rechts eine bewusst distanzierte Perspektive einnimmt. Es spricht ein Beobachter, kein Teilnehmer der juristischen Prozesse. Bemerkenswerterweise ist diese Beobachterperspektive nun nicht die einzige Form, in der sich Luhmann von dem positiven Recht und seiner klassischen Auslegung und dogmatischen Systematisierung distanziert. So erwartbar die Inanspruchnahme des hier noch als verwaltungswissenschaftlich spezifizierten Beobachterstandpunktes nicht erst in der Rückschau, sondern auch vor dem Hintergrund bereits der frühen Aufsätze erscheinen mag, so erstaunlich ist diese zweite Form der Distanznahme. Luhmann ergänzt die rein dogmatische Arbeit wiederholt um ein Problem, das jedenfalls aus einer bestimmten, wahrscheinlich doch durchaus üblichen Lesart der späteren Rechtskonzeption nicht auf der Hand liegt. Nämlich um die Frage nach der Gerechtigkeit der juristischen Entscheidung. Statt diese nun lediglich in Form einer Konsistenzformel oder Kontingenzformel als eine ausschließlich rechtsinterne Kategorie zu rekonstruieren, die Gleichheit und Gerechtigkeit kurzschließt, nimmt Luhmann sie bewusst als ein auch rechtsexternes Moment in Anspruch. Was zunächst noch unspezifisch als Kriterium des Recht und Billig bzw. unbillig thematisiert wird, aber schon dabei die Aufgabe hat, den Einzelfall als Einzelfall hervorzuheben und ihm gerecht zu werden, also ihn aus einer schematisch formalisierenden Betrachtungsweise zu lösen, wird schließlich mit Bezug auf eine positivistische Fundierung des nicht-positivistischen Charakters der deutschen Rechtsordnung ausdrücklich benannt. Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes verpflichte, so Luhmann, bewusst nicht nur auf das Gesetz, sondern auf Gesetz und Recht. Die Norm deutet damit, Zitat, eine gegenüber dem positiven Recht kritische Einstellung der Verfassung an. Damit ist der extralegale und da der bloßen Differenz Recht-Unrecht nicht nur eingeschriebene, sondern eben auch als Korrektiv gegenübergestellte, mithin auch extrajuridische Charakter der Billigkeitserwägungen gewissermaßen nochmal von Verfassungswegen bestätigt. Dieser Textbefund deckt sich mit Luhmanns in Interviews geäußerten Skizzen zur eigenen Biografie, denen zufolge die in dieser Hinsicht vielleicht doch auch erstaunlich romantisch anmutende Entscheidung für das Jurastudium nicht nur der Ordnungsliebe, die wir gestern hörten, oder dem Verlangen nach Ordnung zu schaffen entsprang, sondern auch einem starken Gerechtigkeitsempfinden. Zitat: Ungerechtigkeiten haben mich immer innerviert. Und dann hinzugefügt,
Diese Entscheidung oder diese Innervierung sei zwar dann nur einer der Gründe für das Jurastudium gewesen, aber ein Grund, der zugleich als eine ganz substanzielle Frage hervorgehoben wird. Der Textbefund stützt also in dieser Perspektive dann so etwas wie die Interpretation von Ralf Dreyer und Gunther Teubner, denen zufolge an Luhmanns Werk eben nicht nur ein rein positivistischer Ansatz, sondern auch, also in dem Sinn also seinen Charakter als eine Art so systemtheoretischer Wiedergänger von Kelsens reiner Rechtslehre hervorzuheben sei, sondern an der Luhmannschen Rechtstheorie auch ein möglicherweise diesen rein positivistischen Ansatz transzendierendes Gerechtigkeitsdenken zu entnehmen ist. Damit komme ich zum Schluss. Wer in Luhmanns Frühwerk nach dem im doppelten Sinne reinen Juristen Niklas Luhmann sucht, wird demnach in einem erstaunlich geringen Maße fündig. Es überwiegt der Negativbefund. Die gezielte aus der doppelten Perspektive der Verwaltungswissenschaft und der Betonung des Gedankens der Einzelfallgerechtigkeit betriebene Distanzierung gegenüber dem juristischen Normalbetrieb setzt bemerkenswert früh ein. Ein Blick in Luhmanns Personalakten aus der Lüneburger Zeit mag einen Fingerzeig darauf geben, dass diese Distanz vielleicht sogar noch früher zu verorten ist und dann als solche von dem in dieser Hinsicht ja sehr sensiblen Recht und seinen Repräsentanten auch sofort erkannt und gespiegelt wurde. Luhmann so heißt es, in einer der dienstlichen Beurteilungen zu seiner Zeit am UVG, Zitat, ein begabter Jurist. Er besitzt überdurchschnittliche Kenntnisse auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts und ein selten anzutreffendes juristisches Allgemeinwissen. Eine ausgeprägte Neigung für Fragen der allgemeinen Rechtstheorie, der allgemeinen Staatslehre und der vergleichenden Rechtswissenschaft zeichnen ihn aus. Man muss nun vielleicht kein Verwaltungsrechtler sein, um die gewisse Doppelbödigkeit herauszuhören, die in der so hervorgehobenen Auszeichnung mitschwingt. Denn diese Auszeichnung erfolgt innerhalb der Bewertung eines Juristen, dessen zu beurteilende Haupttätigkeit in der Erstellung entscheidungsvorbereitender Voten in Beamten- und kommunalrechtlichen Fragestellungen lag. Was in diesem Sinne als Lob ausgestaltet wird, funktioniert vielleicht zugleich als eine Art Erkennungsmal, das die Distanzierung noch einmal unterstreicht, indem sie sie nun noch einmal aus der umgekehrten Position markiert. Das lässt eine letzte mögliche Schlussfolgerung zu. Vielleicht liegt Luhmanns entscheidende juristische Prägung darin, dass er diese Selbstisolation des Rechts akzeptiert hat und an ihr mitarbeitet, statt sie systematisch zu unterlaufen. Also die Fremdbeschreibung des Rechts, dessen Selbstbeschreibung übernimmt und interpretiert, statt sie zu kritisieren. Vielen Dank.